Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4-3. So, ja, wir sind jetzt in Abschnitt 6 Brücke. Und bevor wir starten, möchte ich euch was erzählen. Wir haben gerade den Mittwoch, den 3.8.2011. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr die Tage kennt, wo sich das Wetter, gerade das Wetter, gegen einen verschwört. Kennt ihr diese Tage? Ihr kennt sie bestimmt, oder? Gestern, am Mittwoch, bin ich zur Arbeit mit Pulli. Da war es warm, sehr warm. Das ging noch. Es war nicht so warm. Infolgedessen dachte ich mir, ach, ja, wenn es schon gestern so warm war, dann kannst du dem Wetter doch sicherlich vertrauen. Das Wetter wird doch nicht so fies sein und jetzt, umschlagen. Bin ich also mit T-Shirt zur Arbeit. Was passiert an Feierabend? Und zwar genau, wenn ich mit dem, genau dann, als ich mit dem Zug, zu Hause angekommen bin, ratet mal. Es fängt an, aus Kübeln zu gießen. Und ich nur mit T-Shirt. Na danke. Vielleicht hört ihr eventuell im Hintergrund ein bisschen ein paar Geräusche, Nebengeräusche. Das dürfte der Regen sein, der an die Fensterscheibe klopft. Und er sagt, wir sind nicht allein. So, das war Offscreen. Und jetzt gehen wir wieder in-game und spielen weiter. Mit nichts. Bist du ein Seelenband? Nein. Gitarre! Ich will Gitarre spielen. Aber hat er keine Saiten mehr? Und jetzt habe ich die kaputt gemacht. Oh. Ja, ja. Ich habe auch zwei Gitarren da. Eine Akustik und eine elektrische. Nur spiele ich kaum drauf. Sollte ich aber mal tun. Ja? Ah, da will jemand Hilfe. Wie gesagt, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Wir sind jetzt hier in dem Bereich Brücke. Und ich kenne mich hier nicht aus. Es ist alles blind. Und da ballert einer wie verrückt. Na, dem will ich helfen. Zum Glück habe ich das Monster nicht voll gesehen. Ich glaube, das hätte mich ein bisschen mehr erschreckt. Wenn man so sagen darf. Hm? Niemand da. Hallo? Ist hier irgendjemand? Hallo? Hilfe? Oh, nett. Neue Gegnerart. Ja, hauen Sie doch nicht ab, Sir! Eingreifdruck Whisky! Ja, so klingen die auch. Ja, wahrscheinlich haben die auch Whisky zu sich genommen, so wie der da geballert hat. Ah, das ist aus ihm geworden. Na gut. Ja. Und rüberhüpfen. Ups. Das sieht nicht gut aus. Oh. Je. Ja, es war nicht so gut. Ich sollte schnell weiter, sonst passiert mir dasselbe. Schnell weiter. Hä? Ach, schon wieder einer. Opa. Da will ich nicht lang. Ah, hier muss ich lang. Okay. Gut. Seelenband. So. Ja, ich wette, das Monster konnte man auch nicht aufhalten. So. Na super. So, erstmal kümmert mich um die Anfänger.
Ihr seid alles Anfänger. Können nicht mal richtig fliegen, also echt. Tch. Den sollte man die Fluglizenz entziehen. So, jetzt geht's mir besser mit. Ja, was stellt ihr euch auch direkt vor mich? Ist doch wohl nur allzu klar, dass ich euch direkt abballer. Oder? Ihr mich. Das geht natürlich auch. Mal kurz verschnaufen. Zeitlupe tanken. Oh oh. Dann nehme ich erstmal zeitweise die Pistole. So, der ist weg. Keine Zeitlupenenergie. Egal, der ist weg. So. Zack. Und noch einer hin. Erstmal Munition sammeln. Sehr schön. Hoffe, die haben genug Muni für uns dabei. Ah ja, hier war noch einer. Oh ja, die will ich haben. Aber will ich die Waffe und die Waffe? Wisst ihr was? Ich behalte erstmal beide. Und nehme die andere im Falle dessen, dass wir genug Munition dafür haben. Also wenn wir für die genug Munition haben, nein, für die hier genug Munition haben, nehme ich natürlich lieber die, weil die ist wesentlich besser. Ah, sehr schön. Kaum sag ich was, da kriegen wir auch so Munition überreicht. Wie als hätten die Entwickler uns... Das hört sich so an... Wie wen? Boing. Hep. Bop, 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 bop. Finde die Treppen, die zum oberen Bereich führen. Okay, machen wir. Oh. Der ist echt. Der ist kein Fantasiewesen mehr. Der ist echt. Ihr wisst ja, dieses eine Monster, das uns immer wieder ans Gebilde erscheint, aber dann gar nicht echt ist. Aber dieses Vieh ist echt. Das sieht man. Endlich mal was Echtes. Immer nur diese Angriffe von Trugbildern. Jetzt haben wir mal was Handfestes, was uns angegriffen hat. Ah, Muni. Ja, lasst euch treffen, sag ich mal. Bom. Du machst mir keine Angst, du Feuervieh. You appear to have poked the anthill with a stick. Oh. Na, anders hätte ich mir Sorgen gemacht. Okay. Noch einer? So. Oh, noch einer. Boing. Jetzt aber. Weg mit dem. Warum die mir keine Angst machen? Weil die mir nicht viel abziehen. Seelenbrand ist mir viel wichtiger als alles andere. Nichts geht über ein Seelenband. Ich bin jetzt versucht, eher die Waffe mitzunehmen. Dann nehme ich ein, zwei in diese Waffe mit. Und natürlich die Waffe. Dies rote hier ist sehr effektiv gegen diese Feuerfiecher. Und für die andere haben wir mehr Muni. Das hatte ich. Gegner, die zu schnell für den Standardkampf sind. So. Du weg. Fall doch einfach tot um. Wo ist denn das Problem? Die Nerven. Ich hasse schnelle Gegner. Die lassen dich nur von schnellen Waffen töten.
Okay, der ist in den Tod gesprungen. Aber anders als man denkt. Hep. Schrotflinte. Ja, so langsam kriegen wir wieder gut Munition. Das ist gut. Alter Puppe. Und das wirklich ohne Vorwissen. Und ich habe erfahren, ich habe mir nicht mal die Erfolge angeguckt bei Steam. Es gibt pro Level eine Figur. Immer eine. Das heißt, in welchen Levels hatten wir schon die Puppe gefunden? Nach meinem Wissen haben wir die Puppe gefunden in Level 4. Also in dem Einkaufszentrum. In diesem Level hier, in der Stadt, haben wir da die Puppe gefunden? Ich weiß nicht. Ich muss einfach mal nachgucken, wo wir die schon überall gefunden haben. Ich habe übrigens noch beim erneut bis dahin spielen, wo ich euch wieder begrüßt habe, also bei der Sniper-Stelle, da bis in dem vorhergehenden Level noch eine Puppe gefunden. Wir haben also schon eine ganze Menge. Irgendwann später, aber das mache ich offscreen. Dafür lohnt sich das nicht. Werde ich auch die anderen suchen. Einfach für will haben. Oder so. Okay, wo muss ich jetzt lang? Alle Wege öffnen sich einem Jahr. Hep, hopp. Ich gehe nochmal hier rein. Ja, ihr könnt noch so viel furchterregende Musik spielen, solange nichts furchterregendes passiert. Muss hier lang? Ne, hier kommt ja wieder zurück, ne? Ah, ich muss da runter. Hier ja natürlich auch nichts. Hier kommen wir her. So, hier kommen wir her. Dann sind wir jetzt weitergegangen. Bis hierhin. So. Hier sind wir. Habe ich eine Treppe gesehen? Nee. Ist nur eine Verstrebung. Dann sind wir hier reingeklettert. Und wir müssen jetzt erstmal da raus. So. Ach, da. Treppe. Okay. Sehr schön. Ja, da sind wir jetzt nochmal weiter. Jetzt nehme ich wieder die Waffe, weil ich denke, hier sind wieder lebende Gegner. Nicht die Typen, nein. Die nerven. Die beschwören auch zusätzliche Gegner, wie ihr sehen könnt. Bam, das wollte ich erreichen. Ich frage mich, ob das auch wieder Replikasoldaten sind, wie ein Teil. Ja. Geht's noch? Wie ein Teil. Was wollte ich sagen? Teil, 1 und 2. Obwohl ich mir. Doch, in Teil 2 sind das auch Replika. Der steht da so günstig zum Abballern. Ah, der ist gleich tot. Da. Einer im Minus und noch einer hin. Komm nur her. Ich sehe dich. Ja, wir sehen schon, die Gegner werden heftiger. Ich würde gerne die Waffe mitnehmen, aber. Hä? So. Also nochmal, ich würde gerne diese Waffe mitnehmen. Ach, kommt. Scheißen wir drauf. Ich nehme sie doch mit. Ich wechsle zu dieser Waffe. Weil die ist mir lieber. Die ist sehr, 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 sehr präzise. Und das mag ich. Ich mag lieber eine sehr präzise Waffe. Als eine nicht sehr präzise Waffe. Leuchtet das ein?
Außerdem habe ich ja immer noch die Sroti, auf die ich es ausweisen kann. Selbst wenn nur vorübergehend. Ah, okay. Sehr schön, das wollte ich doch. Oh, scheiß Dreck. Ja, oben sind wir nicht wirklich sicher. Alles oder nichts. 120 Sekunden in Zeitlupe verbringen. Gut. Wie gehe ich das an? Du nimmst mir die Sicht, Kumpel. Was für ein Sprung. Dafür musst du belohnt werden. Du hast deinen Tod verdient. So. Sehr schön, hat's ihn gut erwischt. Hoffe ich doch. Ich spring runter. Ist ja jetzt nicht, ist ja nicht auszuhalten. So. Ups. Ich darf jetzt nicht getroffen werden. Oder ich bin hinüber. Gut. Glück gehabt. So, ja. Das klang, als hätte ich ihn erwischt. Ah, das habe ich noch erwischt. Ich sehe es. Und das beschwört immer noch Puppen. Und da oben ist er. Der wird sterben. Verdeckter Einsatz. Unbesiegbar. So. Deckungskünstler. Ja, es wird aber knapp. Ich muss ihn so schnell wie möglich erledigen. Ich brauche neue Muni. Geht nicht anders. Aber die Gegner hier stören. Es geht nichts anders. Ich muss auf die wechseln. Ah, und der Gegner nervt einfach. Sehe ich einen Mech? Scheint nochmal Mech-Action zu geben. Also wenn das so weitergeht. Headshot, Headshot, Headshot. Oh, jetzt gehe ich besser hier hin. Und in Deckung. Ah. Noch einer hinüber. Der begeht lieber direkten Selbstmord. Okay. Eine Elektrogranate. Mist. Ah. So. Muni. Muni. So, ich habe ihn ein, zwei kurz vertrieben. Weil, wisst ihr was? Ich tausche mal die beiden Waffen aus. So. Gut, jetzt sollte der eigentlich schnell Geschichte sein. So, eindeutig nehme ich jetzt anstatt dieser die Schrotflinte wieder.
Außer ich finde hier für so viel Munition, dass es sich lohnt. Ich schau einfach mal. Ich nehme mal beide mit. Ein Exemplar von jeder. Und die, die am Ende mehr Munition aufbieten kann, wird gewählt. So. Nachladen. Die ist soweit nachgeladen. Die kann ganz gut Munition aufbieten hier. Und ich hoffe, ihr hört es nicht, aber mein Rechner ist durch die Hitze heute lauter, ein bisschen lauter als normal. Ist etwas nervig, aber naja. Was soll man machen? Wenn das Wetter nicht stimmt, mault der Rechner. Ich kann ihn ja verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Und, oh. So, und bevor wir den Mac nutzen, sehe ich gerade, dass wir einen Cut machen werden. Weil ich sehe, die Aufnahmezeit ist rum. Also, was, wie soll ich sagen, bis zum nächsten Part von Let's Play 4.3. Ciao.